ihr Lieben, es ist Fastenzeit. Du kannst in unterschiedlicher Form fasten. Fasten heißt verzichten. Verzichten auf Genussmittel jeder Art. Zur Entschlackung und Reinigung, aber auch zur Regeneration deines Körpers und deiner Seele. Fastenzeit ist auch die Zeit, um Nein zu sagen. Nein zu vielerlei sonst angenehmen Genüssen. In dieser Zeit gewöhnt sich dein Körper daran, dass er nicht die übliche Nahrung bekommt. Erzengel Raphael unterstützt dich mit seiner Engelschar in der Fastenzeit. Dies ist die perfekte Zeit zur Entgiftung deines Körpers und deiner Seele. Ja, man kann sagen, wir trennen uns von unserem eigenen giftigen Müll, der uns Kraft und Energie nimmt. In der Fastenzeit werden die Giftstoffe aus unserem Körper, Geist und Seele herausgeholt und entfernt. Und das aus sämtlichen Bereichen unseres Lebens. Dabei unterstützt uns Erzengel Raphael, der Heilungsengel, mit seiner heilerischen Kunst und Gabe. Wie auch Erzengel Gabriel, der Engel der Kraft und des Mutes, damit wir von unseren Süchten der Genüsse loslassen können. Bitte die Engel um Unterstützung, denn in dieser Zeit gelten keine Ausreden, sondern ein genauer Plan und Enthaltsamkeit. Du bist von wahrer Göttlichkeit umgeben. Nicht die Eile und Hetze bringen dich zum Erfolg, sondern der Beistand und die Kraft der Erzengel, die helfend mit Bedacht und Gelassenheit dich die Fastenzeit intensiv erleben lassen. Versuche es und stelle deine innere Zeit um, die Zeit des Entsagens. Danach wirst du dich befreit fühlen. Du spürst, deine Lasten sind nicht mehr da. Deine Seele und dein Körper fühlen sich entspannt an. Du hast dich gereinigt und bist leicht und befreit. Ich wünsche dem, der eine Fastenkur macht, viel Erfolg und das Gelingen der Reinigung für Körper und Seele. Auch der Geist ist wieder wach und klare Gedanken sind da. In diesem Sinne, herzlichst, eure Diria.